dann beginnt jetzt das Fahrradbus-Interview von Janu Lüneburg. Und wir fahren hier gerade durch den Wald und versuchen nicht stecken zu bleiben in den ganzen Schlammlöchern. Und ich bin Finn, ich mache ein FJ bei Janu. Das ist auch super interessant, super toll, da kann man nämlich durch den Wald mit dem Fahrradbus fahren. Das ist nämlich eine Projektgruppe von uns für alternative Mobilität, die echt sehr interessant ist, sehr viel Spaß macht, wo ihr auch gerne mitmachen könnt. Ich hätte mir jetzt eine tolle Interviewpartnerin rausgesucht. Du kannst dich auch gleich mal vorstellen. Ja, moin, ich bin Helena und ich war hier heute mit dem Fahrradbus, um ein bisschen vom Klimakollektiv Lüneburg zu erzählen, wo ich dabei bin. Genau, und darüber wollen wir ein bisschen quatschen. Und wer seid ihr denn eigentlich so? Wir sind eine selbstorganisierte Gruppe, genau. Klimakollektiv Lüneburg, habe ich schon gesagt. Kurz auch KLIKO genannt. Uns gibt es mittlerweile seit fast 2 Jahren. Und wir sind hauptsächlich Studentinnen, aber nicht nur. Wir wollen offen sein für alle möglichen Menschen, die Lust haben, sich in Lüneburg zu engagieren. Oh, jetzt sind wir in der Weggabelung. Okay, ich hatte betroffen. Und was uns dabei aber verbindet, uns, die wir uns im Klimakollektiv engagieren, ist die Forderung nach Klimagerechtigkeit. Genau, und wir verstehen uns als Teil der Klimagerechtigkeitsbewegung. Vor allem sind wir auch Ende Gelände verbunden. Das ist auch ein Bündnis, was mit dem Mittel des massenhaften zivilen Ungehorsams auch für Klimagerechtigkeit und konkreter noch gegen den Braunkohleabbau in Deutschland protestiert. Genau, und aus dieser Bewegung kommen wir. Und gleichzeitig gibt es jetzt in Lüneburg in der Nähe ja nicht gerade einen großen Tagebau, den wir dauernd zum Thema machen können. Daher beschränken wir uns auch gar nicht auf fossile Energieträger oder so, sondern sind viel weiter. Und da kommt ja also mit Klimagerechtigkeit hängen ganz viele Themen zusammen. Es geht dabei eben um die Klimakrise und alles, was damit zusammenhängt. Also Mobilität, Ernährung, fossile Energieträger, auch zum Beispiel Divestment ist ein Thema und von einem Projekt von uns, Fossil Free, die sich dafür einsetzen, dass keine Gelder mehr, keine Finanzmittel mehr in fossile Industrien gesteckt werden. Ja, das ist so eine Bandbreite und gleichzeitig geht es uns aber auch nicht nur um die Klimakrise, sondern wir sehen auch, dass das Klimathema mit ganz vielen sozialen Fragen ganz eng verknüpft ist und was uns vor allem auch dabei am Herzen liegt, ist die Gerechtigkeitsdimension der Klimakrise, also dass eben die Menschen vor allem unter der Klimakrise leiden, die am wenigsten zu ihr beigetragen haben und auch was Fridays for Future immer betont, diese innergenerationale Ungerechtigkeit, dass auch neue Generationen viel mehr unter der Klimakrise leiden werden, als die Generationen, die es verursacht haben. Genau, das sind so verschiedene Ebenen von Ungerechtigkeit, die sozial verankert ist. So. Und daher sind wir auch eng verbunden mit anderen Kämpfen, auch anderen politischen Gruppen in Lüneburg, also von der Seebrücke, die sich mit Flucht auseinandersetzt, über Gruppen wie Fridays for Future oder Extinction Rebellion, mit denen wir immer mal wieder zusammenarbeiten, aber auch andere Themen, zum Beispiel jetzt auch das Thema Wohnen ist ein großes Thema, was ja auch mit sozialer Gerechtigkeit eng verknüpft ist. Und da war jetzt zum Beispiel ein aktuelles Thema das Wohnprojekt Unfug, was massive Repressionen erfahren hat von der Stadt, wozu sehr viele Solidaritätsdemonstrationen gab und Proteste. Dem fühlen wir uns auch sehr verbunden. Ja, jetzt habe ich ganz viel erzählt. Also es ist gar nicht so einfach runterzubrechen und zu sagen, das ist das Klimakollektiv oder so, weil es so viele Kämpfe sind, die irgendwie damit verbunden sind und viel in Bündnisarbeit stattfindet. Genau, ja. Noch nicht sonderlich konkret, aber das so als grobes Thema. Habt ihr denn schon eine eigene Aktion gemacht, die ihr als Klimakollektiv selber gemacht habt, die du mit organisiert hast oder wo du mit dabei warst, auch im Bereich von Lüneburg, wo ihr nicht unbedingt euch anderen angeschlossen habt oder in einem Bündnis war?
ja, es gibt immer wieder konkrete Projekte oder Aktionen, die stattfinden. Ein großes Thema ist immer die Mobilisierung für Ende Gelände. Ende Gelände findet einmal im Jahr statt und dann sind das eben meistens im Rheinland stattfindende massenhafte Proteste des zivilen Ungehorsams, wobei Kohleinfrastruktur blockiert wird, also zum Beispiel auf Schienen gegangen wird oder in Tagebau gegangen wird. Und diese Aktionsform und Ende Gelände als Bündnis versuchen wir bekannter zu machen. Da organisieren wir Infoveranstaltungen, da organisieren wir gemeinsames Anfahren, wir machen auch aufmerksam mit Flyern, die wir austeilen, mit Bannern, die wir aufhängen. Und gleichzeitig haben wir in Lüneburg auch schon Sachen gemacht. Zum Beispiel waren viele sehr wütend über die Ergebnisse der Kohlekommission Anfang 2019, als sie veröffentlicht wurden. Und in dem Kontext gab es viele Aktionen. Zum Beispiel gab es eine kleine Performance, wo wir die Klimaziele zu Grabe getragen haben, vom Rathaus mit einem Sarg. Und ja, wo wir unsere Gefühle irgendwie dann dem so Ausdruck verliehen haben, in so einer eher kreativeren Aktionsform. Aber in dem Kontext ist auch Corvus, die Plattform Corvus entstanden, die lange Zeit im Kurpark war. Das war ein Baumhaus in der Nähe vom See im Kurpark, was vielleicht, oder am Teich eher, was vielleicht, woran vielleicht einige auch mal vorbeigegangen sind. Was auch so in Anlehnung an die Proteste des Hambacher Forstes so ein Zeichen der Solidarität sein sollte und gleichzeitig eben die Empörung ausdrücken sollte. Und ja, es kann sehr gut wohltuend sein, einfach in so mit Aktionsform und Menschen gemeinsam auf solche politischen Ereignisse direkt zu reagieren und dem Ausdruck zu verleihen. Ja. Ja, andererseits muss es auch nicht immer so einen konkreten Anlass geben. Genauso ist natürlich auch wichtig, einfach zu sagen, ey, wir wollen Themen setzen, wir wollen irgendwie vielleicht den Diskurs irgendwie mit verschieben. Und deshalb sind wir zum Beispiel auch immer, wenn die Erstis wieder an die Uni kommen, mit einem Stand an der Uni und versuchen eben über uns zu informieren und Menschen dazu einzuladen, bei uns mitzumachen. Und versuchen auch regelmäßig Workshops anzubieten, die Einblicke schaffen in Aktionsformen oder eben Wissen über Braunkohle oder fossile Energieträger zum Beispiel eben vermitteln. Sehr schön aus. Wir fahren jetzt gerade so zwischen Feldern lang. Und gleichzeitig kann man auch sagen, dass also der Fahrradbus ist auch, lässt sich auch verbinden oder könnte sich auch mal verbinden lassen mit einer zukünftigen, ja, Kiko-Aktion. Man kann sich den auch bei ja nun viel leihen und der wird auch viel von Leuten, die halt auf Demos Lautsprecher transportieren wollen oder ähnliches, genutzt. Zum Beispiel, da ist eine Climate Parade, die auch von Janun oder ein Projekt von Janun ist, die wir auch mit organisieren, wo der Fahrradbus auch genutzt wird oder auch von Fridays for Future, auch jetzt letzten Samstag, glaube ich. Der ist auf jeden Fall universell nutzbar. Manche haben halt auch schon einen Umzug mit dem gemacht, mit einem größeren Anhänger. Das lässt sich auch alles kombinieren. Und der hat eine sehr gute Klimabilanz. Ja, der hat eine sehr gute Klimabilanz. Und man kann ihn auch, wenn man die Teile kauft, nachbauen. Das ist ein Open-Source-Projekt. Man kriegt alle Baupläne umsonst im Internet und kann sie als PDF-Datei runterladen. Das ist voll das gute Projekt. Und man sollte es auf jeden Fall unterstützen, weil in Lüneburg zwei Fahrradbusse stehen und wir langsam so das Schlusslicht sind und das einfach... Und das kein Schlusslicht sein sollte, weil die bundesweit nicht mehr so viel genutzt wird. Und die Kamera wird immer schräger. Ein anderes großes Projekt, was ich glaube ich auch schon mal kurz angesprochen habe, ist Fossil Free. Das sind Kiko-verbundene Menschen, die auch Teil vom Klimakollektiv sind, aber gleichzeitig auch noch ihre eigene Gruppe gegründet haben. Fossil Free Lüneburg nennen die sich Teil und sind Teil der globalen Divestment-Kampagne, die auch unter dem Namen Fossil Free läuft, wo es eben darum geht, Kapital, was vor allem in der fossilen Industrie, aber auch generell in unethischen Projekten angelegt ist, zu deinvestieren und da abzuziehen.
Und Fossil Free Lüneburg hat einen offenen Brief mit 22 UnterstützerInnen verfasst und den an den Niedersächsischen Sparkassenverband übergeben. Das war eine sehr große öffentlichkeitswirksame Aktion. Und ja, es steht in Zukunft auch noch ein Gespräch mit dem Präsident der Niedersächsischen Sparkasse aus, um über diese Forderung genau zu sprechen. Da passiert einiges und es ist irgendwie ein super cooles Projekt. Und gleichzeitig sind andere Menschen gerade dabei, ein kleines Klimacamp zu organisieren, was Anfang Oktober in Lüneburg stattfinden soll. Der Ort steht auch nicht ganz fest, aber das soll irgendwie ein buntes Zusammenkommen ermöglichen. Zum einen für Menschen, die sich der Klimagerechtigkeitsbewegung zugehörig fühlen und Lust haben, an Workshops teilzunehmen und ihr Wissen zu vertiefen, aber genauso auch Menschen, die da bisher noch gar nicht so viel drüber wissen oder Lust haben, das ein bisschen mehr kennenzulernen, da ebenfalls mal vorbeizuschauen und zu schauen, was da so angeboten wird, dann Einführungsworkshops auch. Und gleichzeitig soll es auch einfach ein netter Ort des Zusammenkommens sein, irgendwie mit ein bisschen Programm, vielleicht einer SOKÜ, einer solidarischen Küche, wo gemeinsames Essen möglich ist. Und gleichzeitig wird natürlich darauf geachtet, dass das irgendwie Bedingungen entspricht, die auch der jetzigen Pandemiesituation irgendwie entsprechen und ja, sich da trotzdem alle irgendwie sicher fühlen können, wenn sie sich da aufhalten. Aber ja, das ist eben auch wichtig. Also es geht ja, ich finde so Aktivismus, das klingt manchmal so selbstlos, als würde man nur anstrengende Dinge organisieren müssen und so, aber es geht eben auch ganz viel Spaß haben und auch Orte schaffen, wo die Strukturen einfach auch schöner sind, als sie ansonsten vielleicht manchmal so in der Gesellschaft irgendwie begegnen, wo wir zum Beispiel mit solidarischen Küchen lecker füreinander kochen, wo wir auf Partys versuchen, mit Awareness-Konzepten und so für möglichst viele irgendwie einen schönen Abend zu ermöglichen. Oder ob wir auch gemeinsam auf Klimacamps fahren. Ja, und jetzt, wo dieses Jahr alle Klimacamps ausgefallen sind, dachten wir, müssen wir halt unser eigenes kleines Klimacamp organisieren, um müssen wir wieder so einen schönen, gemütlichen Ort irgendwie zu erschaffen. Das darf auch nie zu kurz kommen. Ja, auf jeden Fall. Genau, das sind so einige Projekte irgendwie, die wir machen, aber gleichzeitig gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Akteure irgendwie in Lüneburg und wir verstehen uns da als eine Gruppe, die eben ganz viele Aktionsformen versucht zu vereinen und eben auch Aktionsformen des zivilen Ungehorsams durchaus sehr spannend findet und an dieser Aktion teilnimmt. Und gleichzeitig ist uns aber auch Bündnisarbeit super wichtig und eben eine gute Vernetzung in der Stadt. Und da ist eben auch Zusammenarbeit mit ganz vielen AkteurInnen immer super wertvoll und gegenseitige Unterstützung auch. Ja, und im Grunde ist das hier ja auch gerade sowas Ähnliches, dass wir jetzt hier zusammen so rumradeln und uns gegenseitig ja von unseren Projekten erzählen. Und ja, nun ist da ja auch irgendwie eine wichtige Akteurin irgendwie innerhalb von Lüneburg. Ja, auf jeden Fall. Wir haben mehrere Projektgruppen, die wir unterstützen. Einen davon ist, wie schon gesagt, der Fahrradbus. Dann haben wir noch ein Projekt, wo die meisten Menschen aus Lüneburg kommen, das heißt Ikona. Die befassen sich sehr mit Ernährungssouveränität und haben jetzt in der Corona-Zeit aufgrund des Kontaktverbots einen Podcast eingerichtet, den die jeden Montag gemacht haben, halt, wo man auch mitmachen konnte über ein Zoom-Meeting und wo man sich gut daran beteiligen konnte, wo sie halt auch Aufgaben gemacht haben. Der wird auch, also der Podcast selber wird auch regelmäßig bei uns auf dem YouTube-Kanal veröffentlicht. Und eigentlich hatten sie auch geplant, einen Austausch zu machen nach Bulgarien und sich da halt die Landwirtschaftsformen anzugucken und halt auch Austausch zu betreiben und sich auch anzugucken, wie die Arbeitsbedingungen dort sind und wie das halt auch mit Gastarbeitern funktioniert. Und sie haben sich halt in dem Podcast viel mit den unterschiedlichen Akteuren im Ernährungssystem auseinandergesetzt und woraus das im Endeffekt besteht. Und ja, das ist Ikona. sonst gibt es, die hatte ich vorhin auch schon erwähnt, die Silent Climate Parade. Das ist eine Demonstration, wo
die Menschen in der Demo alle Kopfhörer gemeinsam aufhaben, Bluetooth-Kopfhörer, und damit miteinander verbunden sind und die gleiche Musik hören und dazu tanzen können. Und die Message der Demo ist an sich, dass die Demo genauso leise ist wie der Klimawandel und dass er genauso leise auf uns zukommt und dass man trotzdem reagieren muss. Es gibt auch noch Weltbewusst, die machen nachhaltige Stadtführung und weisen auf nachhaltige Läden in Lüneburg hin und wie man nachhaltiger leben kann, wie man das vor allem in Lüneburg halt tun kann. Die Stadtführungen fallen leider auch aus, aber die haben alternative Stadtführungen eingerichtet, die man mit dem Handy machen kann, die man in der Katzenstraße 2 mit so einem QR-Code sich ganz schnell runterladen kann oder halt auch so über das Internet benutzen kann. Und wo man sich je nach Stadtführung mit unterschiedlichen Themen auseinandersetzen kann. Jetzt gibt es auch eine neue Stadtführung quasi, die auch ein bisschen aus Lüneburg rausführt, die man mit dem Fahrrad machen kann, wo wir auch gerade schon einen schönen Teil von gefahren sind. Dann haben wir eine neue Gruppe, die Viva Welt heißt. Wo die Viva Welt ist ein Wochenende, wo jüngere Menschen, also eher Menschen im Schulalter, in der also jüngere Jugendliche, Jugendliche. Jugendliche ist, glaube ich, mit der Nest. Ja. die sich mit Nachhaltigkeit auseinandersetzen. Das musste leider ausfallen und da gibt es leider auch noch keinen alternativen Termin, weil es gerade aufgrund der jetzigen Lage mit der Pandemie nicht möglich ist, das zu gewährleisten. Was sehr schade ist, weil die gerade erst entstanden ist und jetzt dieses Jahr ihren Antrag geschafft haben, dass sie bei uns aufgenommen werden, weil ein eingetragener Verein sind und es bei uns ganz gut ist, wenn man halt ein solches Projekt bekommt, dass man da halt eine finanzielle Unterstützung bekommen kann, um sowas halt umzusetzen und um sowas mit dem Fahrradbus zu bauen. Wir haben auch eine Gruppe, die halt regelmäßig Nähtreffen gemacht hat bei der in der Universität in Lüneburg, bei der Leuphana, die Stoff und Nähmaschinen zur Verfügung gestellt haben, um alte Klamotten wieder zu reparieren oder alte kaputte Stoffe zu upcyclen oder zu recyceln, um die weiterhin nutzen zu können. Ja, das ist Janun Lüneburg und Janun Lüneburg gehört zu Janun. Und Janun ist das Jugendumweltnetzwerk, Jugendaktion für Natur- und Umweltschutz in Niedersachsen und hat mehrere Projektgruppen, die sich über Niedersachsen verteilen und ein Landesbüro in Hannover. Ja, und das ist, ich finde, also auch beim Klimakollektiv Lüneburg ist so ein Schlagwort Think Global, Act Local, wo es eben darum geht, so die globalen Zusammenhänge in den Blick zu nehmen und zum Beispiel mit dem Begriff der Klimagerechtigkeit eben auch gerade auf die Ungerechtigkeiten hinzuweisen, die durch die Klimakrise im globalen Süden jetzt schon passieren und ja, diese globale Dimension einfach voll mit einzubeziehen und gleichzeitig aber dieses Wissen oder diese Problematiken, die da auftauchen, dann auf lokaler Ebene anzugehen. Und ja, da sind eben Projekte auch in der eigenen Stadt super wichtig, um eben Menschen Wege aufzuzeigen mit kleinen Veränderungen, vielleicht ja, irgendwie was zu verändern oder sich zu sensibilisieren für das Thema oder eben aber auch ja, Wege aufgezeigt zu bekommen, um im größeren Maßstab zu protestieren und das dann auf die Straße zu tragen oder ins Internet zu tragen, wie es jetzt gerade deutlich mehr noch gemacht wird. Und irgendwie finde ich es immer also voll schade, wenn man dann so hört, dass es so coole Projekte gibt, die jetzt wegen Covid-19 irgendwie gerade nicht so stattfinden können oder auf Eis gelegt werden. Und gleichzeitig ist es aber vielleicht auch okay, dann einfach ja, dann nochmal sich bewusst zu machen, was sonst immer alles so passiert und wie viele Projekte es eigentlich gibt, die sich irgendwie bemühen, ja, auch Lüneburg zu einem lebenswerteren Ort zu machen und irgendwie zu einem politischen Ort
Ja. Vielleicht noch kurz, du machst ja auch FÖJ bei Jan nun. Ja. Und das ist ja auch, also ich finde oft, dann hört man immer diese ganzen Projekte und denkt sich so cool, aber man weiß gar nicht so viel über die Menschen, die eigentlich dahinter stehen. Also zum Beispiel auch wie beim Klimakollektiv. Da habe ich auch persönlich nochmal voll gemerkt, jetzt in dieser Corona-Zeit, wie viel Kapazitäten einfach darauf irgendwie weggehen, nur diese Struktur am Laufen zu halten und Pläne zu organisieren, irgendwie Entscheidungsprozesse voranzubringen, miteinander auch einfach darüber zu sprechen, wie es allen gerade geht und nach allen ist und so, ohne dass konkrete Riesenaktionen am Ende stehen und allein das irgendwie schon voll viel Arbeit ist. Und bei Anun sind ja auch irgendwie konkrete Menschen da, die in Heiden Arbeit haben, auch wenn jetzt gerade viel ausfällt oder nicht viel geplant stattfinden kann. Ja, auf jeden Fall. Also wir als FJler Bayern, wir haben Bayern nun jetzt in Janun Lüneburg, haben wir 2 FJ-Stellen. Wir kümmern uns halt hier viel um die viel um Öffentlichkeitsarbeit Bayern und über die allgemeinen Anfragen, die reinkommen. Auch viel mit den Gruppen und versuchen halt so viele Aufgaben wie möglich zu unternehmen, die oft sehr unterschiedlich aussehen und versuchen halt auch auf Infoabenden und so, also Veranstaltungen, wo man so gut solche Projekte vorstellen kann, auch präsent zu sein, wo die FJ halt auch eine große Rolle spielen, weil sie halt viele Stunden die Woche arbeiten können einfach, weil sie quasi auch ehrenamtlich dann so, ja, also als Freiwilligendienst. Ja. Auch. ja, aber die Aufgaben in den einzelnen Gruppen sehen oft ganz anders aus und kann man sich oft individuell auch aussuchen, welche da einem am besten gefallen, was man gerne machen möchte. Deswegen kann ich auf jeden Fall auch für ein FJ werben, vor allem bei Janine. weil man viel selbstständig arbeiten kann und sich viel mit aussuchen kann und sich auch gucken kann, welche Projekte man am liebsten seine Zeit investiert. Im Großen und Ganzen, das war das Fahrrad, das Interview. Vielleicht hört ihr noch mal mehr mit einem neuen FJler oder noch mal mit mir oder mit einer neuen Interviewpartnerin. Jetzt kommen wir hier mit am Ende von den Wald. Hoffentlich sieht man sich bald wieder. Ciao.